Höchste Zeit, dass jemand den Kerl eine Lektion erteilt. Ich hoffe, sie leisten euch gute Dienste. Keine E-Mail? Zu spät, Papa. Die einzige Lektion, die ich gelernt habe, ist, ein besserer Erfinder als du zu werden. Und jetzt entführe ich dich. Hey! What? Ich habe weder mit Captain Superior noch mit dieser Boshaftigkeit gerechnet. Benutzen wir die Luftkissen, um Professor Doktor zu verfolgen oder irgendwie sowas in der Art. Okay. What the fuck? Das ist jetzt crazy. Das ist jetzt ziemlich crazy, was hier abgeht. Was zum Teufel? Als ob der einfach... wusste man das? Dass das sein Vater ist? Ich glaube nicht. Aber der Typ stürzt da gleich ab. Was zum Teufel? Wir verfolgen den jetzt einfach mal quer über die Map. Okay, crazy shit. Crazy, crazy shit. Piehuhu. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Wir haben ihn verloren, glaube ich. Scheiße, 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 scheiße. Leute, Leute, Leute. Wir haben ihn verloren. Das ist nicht gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war's gleich. Yo, 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 alles graut aus. Okay, nochmal. So, hier haben wir vorher gefailt. Dann würde ich sagen, machen wir es dieses Mal wenigstens richtig. Ja, hat geklappt irgendwie. Okay, gut. Alles klar. Wir tryen unser Bestes, dass wir den Typen nicht nochmal aus den Augen verlieren. Ich will die Mission ja nicht nochmal machen. Okay, let's go, guys. Professor Doktor, wir retten sie. Yo, sheesh. Okay, das war jetzt nicht so krass. Da ist er. Sollen wir den eigentlich in der Luft abfangen oder sollen wir den einfach nur verfolgen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollen wir ihn einfach nur verfolgen, damit wir zu seiner Geheimbasis gelangen. Das könnte auch sein. Okay, der fliegt ja irgendwo über dem Meer jetzt rum. Das sieht mir ganz danach aus, als würden wir zu seiner Geheimbasis kommen. Ja, so sieht's aus. Alles klar. Da vorne ist seine Geheimbasis. Was hat der Typ vor? Ist die Frage. Was hat er vor? Kritische Angelegenheit, Leute. Kritische Angelegenheit. Stopp mal kurz, Anis. Was ist das? Da ist das seine Geheimbasis? Ja. Seht mal da drüben. Da ist Professor Doktor. Er muss aus dem Gyrokopter gefallen sein. Okay. Ich wette, er könnte unsere Hilfe gut gebrauchen. Bestimmt. Wir sollten da drüben den Zugang zur Basis finden können. Auf geht's, Anis. What the fuck? Okay, that's weird. Alles klar. Sieht aus, als müssten wir unsere treue Ambulanz hier zurücklassen. Ich hoffe, ihr habt eure Schwimmsachen dabei. Ja, ja, schon. Wir haben ja einen Schwimmreifen auf dem Kopf. Versteck mit Flair. Okay, die letzte Mission ist also die hier. Ja, die war natürlich noch nicht aufgelistet. Aua. Sag mal, bekommen wir hier keine Punkte? Ich glaube, in dieser Mission gibt es keine Punkte. Sieht tatsächlich so aus. Okay. Hey, hier da drüben. Es scheint, als hätte der Heliflug meine ultramuskulösen Beine jegliche Kraft entzogen. Naja, oh, wenn ihr beiden es schafft, mich zu dem Schaltpult da drüben zu bewegen, kann ich euch helfen. Okay. Es wird Zeit, eure Trage einzusetzen. Ich wollte ja schon immer mal wissen, wie es sich anfühlt, herumgetragen zu werden. Alles klar, Professor Doktor. Ich glaube, du hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Aber, okay. Na gut. Dann verwenden wir halt nochmal die Trage. Zu guter Letzt. Oh, what the fuck, Alter. Alles klar. Ich wette mit euch, ja, dass wir hier was machen müssen. Da dagegen laufen und dann öffnet sich auch schon das Tor zur Geheimbasis. Ihr naiven Sanitätsallein. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr so ein super toll geniales Hightech-Sicherheitssystem überlisten könnt. Ah, jetzt müssen wir den Professor Doktor hier die ganze Zeit durchschleusen, oder was? Ach, lol. Okay. Okay. Das ist auch eine nette letzte Mission.
Verstehe schon. Wir müssen ihn jetzt hier durch dieses Sicherheitssystem ja, durchschleusen. Das ist aber eine sehr kritische Angelegenheit. Holy shit. Aua! Okay. What the fuck? Okay, wunderbar. Huh, gib Gas! Okay. Wir müssen uns ducken. Alles gut. Warte, wir warten kurz ab. Aua! Ja, okay, dann schieben wir dich einfach hier rüber. Ja, alles gut. Alles gut. Okay. Nicht so geil. Warte. Warte. Professor Doktor, kommen Sie ran, danke. Okay, hier haben wir ihn durchgeschleust. Jetzt müssen wir einmal hier dagegen laufen und einmal... Aua. Und einmal da hinten dagegen, aber das müssen wir nochmal neu ansetzen. Pass auf, jawohl, genau so. Wunderbar. Dann können wir ein Stück weiter. Nein, mein super toll geniales Hightech-Sicherheitssystem, dafür werdet ihr bezahlen. Und zwar nicht nur knapp. Nee, du wanderst höchstens ins Gefängnis, mein Freund. Du wanderst höchstens ins Gefängnis. So, das war jetzt relativ easy. Klasse Leistung. Ja, ich weiß. Nach der Reaktion zu urteilen, kann Captain Super hier nicht weit sein. Ja, sieht tatsächlich so aus. Können wir hier einfach mit dem Aufzug hochfahren? Ja. Okay. Was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendein finaler Bosskampf? Wie wollen die in dem Spiel einen Bosskampf machen? Nein, ihr habt mich gefunden. Ah, natürlich hatte ich das geplant. Uh oh. Hey, Hosanis, ich kann euch helfen, euch hier den Strom umzuleiten. Nö, das lassen wir mal lieber. Ah, okay, dahinter sind wir geschützt. Okay, alles gut. Der Typ überreißt das eh nicht. Alles gut. Jetzt wird hier der Strom umgeleitet, oder was? Hä, was genau macht das jetzt? Schafft das? Hä, wie jetzt? Hä, wie jetzt? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Okay. Verstehe ich jetzt leider noch nicht ganz. Aber das muss man ja auch, glaube ich, nicht instant verstehen. Warte. Wir ziehen den Professor Doktor mal in Sicherheit. Dann ist alles gut. So, warte mal. Den Strom umleiten. Ach so. Ja, klar. Den Strom umleiten. Dann müssen wir schnell zu dem Schalter, bevor ihn der eine Strahl da erreicht. Klar. Ist ja logisch. Bam! Hey, nicht schummeln! Wir schummeln nicht. Bro, wir schummeln nicht. Oh, shit. Okay. Nicht so geil. Warte, den Professor Doktor... Ich finde es ja interessant, dass er den Professor Doktor nicht wirklich angreift. Na komm. Komm schon, Professor Doktor. Das war jetzt nicht so gut. Aua. Ja, toll. Richtig, richtig toll. Crazy shit. Ah! Kritische Angelegenheit. Und vor allem, warum habe ich eigentlich so eine komische Belichtung? Naja, egal. Yo, Bro. Okay, schnell. Geben wir Gas, Leute. Geben wir Gas. Hier hin. Jawohl. Genauso muss das. Oh, nee. Wait a minute. Achtung. Ja, und jetzt hier. Einen zweiten Schalter. Zack. Oh, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt die Finger von diesen Knöpfen lassen. Mir doch egal, was du sagst, Bro. Okay. Jetzt müssen wir ihn da nach hinten bringen. Okay. Alter, was zum Teufel geht hier ab? Was zum Teufel geht hier ab? Zack. Aua.
Nein, 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 nein. Ah, verdammte Kacke. Okay, let's go, Professor Doktor. Mach dein Ding. Okay. Wait a minute. Jetzt muss ich hier mal ganz fix. Zack. Okay, dann jetzt hier hin. Bevor er ihn das Ding erreicht. Und jetzt wird es nochmal umgeleitet, oder? Jo, da wird es nochmal umgeleitet. Jetzt nur nicht treffen lassen. Okay, und bam. Das war vielleicht der finale Hit. Nein, ihr habt mich besiegt. Wie kann das sein? Sanis, ihr habt es geschafft. Reißt ihm jetzt diesen albernen Hut herunter, damit dieses ganze Elend endlich ein Ende hat. Okay. Warte, was? Okay. Okay. Alles gut. Warte. So rüber. Zack. Hallo? Kannst du mal bitte? So. Hallo? Ja. Hä, wie jetzt? Wieso kann ich ihm den Hut nicht runterreißen? Was zum Teufel? Hallo? Hä, was? Was soll denn der Scheiß? Bro. Jetzt aber. Bäm, das war's. Dieser bescheuerte Hut, Alter. Das war's. Na, du Spast. Okay, was wird das jetzt? Ey, jetzt stehen da Statuen von uns. Hey, da ist der Obdachlose. Richtig nice, Alter. Hey, da ist sie ja. Die haben wir, glaube ich, so noch nie gesehen in Real, oder? Weiß es gar nicht. Okay. What the fuck? Ah, jetzt ist er ein Dussler. Jetzt ist er ein Dussler. Und ist wieder bei den Zahnis, wie es aussieht. Was, als ob. The Stretchers. Hey, richtig cool. Richtig cool. Das war's mit The Stretchers, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war ein ziemlich spontanes Projekt. Kam ja der erste Part auch relativ gut an. Der Rest dann, ja, hat etwas nachgelassen. Aber trotzdem, ich finde einfach, das Spiel hier war irgendwie was ganz Spezielles. Es war halt eigentlich ein Koop-Game, aber hat alleine auch ziemlich gut funktioniert. Und es war auch einfach mal was ganz anderes. Und, keine Ahnung, ich finde das Spiel von der Aufmachung her und so ziemlich nice. Auch, auch den Humor und so mag ich. Also, echt ein richtig cooles Spiel. Mag ich. War richtig nice und für nur 20 Euro oder was, ja, 20 Euro dürften es gewesen sein. Ja, Respekt. Respekt. Das war echt ein tolles Game. Sehr geil. Würde ich mir öfter wünschen, solche Random Games, die einfach rausgehauen werden. Das feiere ich einfach. War ein sehr spontaner Release und von mir ein sehr spontanes Let's Play. Aber hat ja ganz gut gepasst, glaube ich. Und ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Weil ich glaube... Ja, eventuell werde ich das hier nochmal in zwei Parts aufsplitten oder ein XXL-Part. Naja, muss ich dann schauen. Aber, ja, was sagt ihr, Leute? Hat's euch auch gefallen? Wie findet ihr das Spiel? Habt ihr es selber gekauft? Keine Ahnung. Aber ich finde es richtig gut gelungen, die Musik, generell die Aufmachung der Welt und dass es einfach sich selbst nicht so ernst nimmt, das Spiel. Und das ist einfach richtig cool. Richtig, richtig cool. Hat mir gut gefallen. So. Und ja, das war dann wahrscheinlich mal das Let's Play zu The Stretchers. Nintendo und Tarsier Studios. Gute Arbeit habt ihr geleistet. Gute Arbeit habt ihr geleistet. Hat mir echt gut gefallen. So. Und jetzt können wir was machen? Meldet sich jetzt nochmal wer? Ja. Ausgezeichnete Arbeit, Sanis. Ihr habt all die armen Dussler gerettet und endlich Captain Superhirn unschädlich gemacht. Nun, da das Unglück abgewendet ist, sollten wir für den nächsten Notfall üben. Ab an den Spielautomaten. Ah, so können wir ja die ganzen Missionen nochmal machen, ne, mit dem Spielautomaten. Genau, stimmt.
Ja, hier können wir jetzt natürlich noch irgendwelche versteckten Sachen finden oder sowas, weil ich meine, es wird theoretisch noch Kataloge und Kopfbedeckungen und so weiter geben. Aber das lassen wir mal bleiben. Hallo, ich bin's wieder, euer Bürgermeister. Ich bin noch immer in einer unerwarteten, aber äußerst wichtigen Angelegenheit unterwegs. Wie geht's mit dem Stickalbum voran? Schon komplett. Ich erwarte es immer noch auf meinem Schreibtisch, sobald ich zurück bin. Seht zu, dass dabei viele Bilder rumkommen. Ich liebe Bilder so sehr. Nur die Pflicht ruft over und aus. Heißt es nicht over and out? Hey, Osanis, danke, dass ihr meinen Sohn in die Schranken gewiesen habt. Tut mir echt leid, dass ihr euch solche Umstände gemacht habt. Hey, ho, kommt doch mal in meinem Geheimlabor vorbei, sobald ihr etwas Zeit habt. Ihr habt da eine Kleinigkeit. Ich hab da eine Kleinigkeit für euch. Wait, what? Er hat eine Kleinigkeit für uns? Yo, ist es was Wichtiges? Hey, ho, danke für alles. Drüben im Labor findet ihr ein Geschenk. Ein Geschenk? Ach so, wahrscheinlich einfach nur irgendwie so eine Kopfbedeckung oder so. Na komm, die gucken wir uns jetzt zum Schluss nochmal an, was wir hier für eine Kopfbedeckung bekommen zum Schluss. Die Hypnotisierhüte. Hey, cool. Als ob wir die noch bekommen haben jetzt zum Schluss. Hey, voll nice. Alles klar, Leute. Das war's jetzt aber wirklich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Bis dahin und ciao.